Das in Deutschland herausgezüchtete Angora-Kaninchen war eine wichtige Nutztierrasse zur Wollerzeugung, ist aber mittlerweile in seiner Existenz stark gefährdet. Im Vollzug des Nationalen Fachprogramms zum Erhalt tiergenetischer Ressourcen trägt der Freistaat Sachsen dafür Sorge, dass die Angora-Kaninchen nicht verschwinden. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Angora-Club und dem Landesverband Sächsischer Rassekaninchenzüchter. Angora-Kaninchen gehören zu den mittelgroßen Rassen mit Körpergewichten von 3,5 bis 5¼ Kilogramm. Charakteristische Rassemerkmale sind neben der Langhaarigkeit die Ohr- und Stirnbüschel, der Backenbart sowie ein gut entwickelter Behang der Vorder- und vor allem der Hinterläufe. Die Langhaarigkeit des Angora-Kaninchens beruht auf einer Mutation, das heißt auf einer sprunghaften, zufälligen und dauerhaften Veränderung des Erbguts. In der Zucht wird neben Schönheit vor allem auf Wollleistung und Wollqualität geachtet. Durch systematische Selektion und Verpaarung wurde die Jahreswollmenge auf durchschnittlich ca. 1,3 Kilogramm bei den Jungrammlern und 1,6 Kilogramm bei den Junghäsinnen gesteigert. Spitzenwerte liegen bei bis zu 2,5 Kilogramm Wolle im Jahr. Da ihre Haare stetig nachwachsen, müssen Angora-Kaninchen viermal im Jahr geschoren werden. Erfolgt keine regelmäßige Schur, verfilzt die Wolle schnell. Unter diesem Filz siedeln sich Parasiten an und entwickeln sich Hauterkrankungen. Außerdem beeinträchtigt lange oder verfilzte Wolle den Wärmeaustausch und erschwert damit die Regulierung der Körpertemperatur. Berechtigte Kritik von Tierschutzverbänden an im Ausland ausgeübten Praktiken zur Wollgewinnung haben auch in Deutschland zur Verunsicherung geführt und die Angora-Kaninchenzüchter in Misskredit gebracht. Daher wird hier beispielhaft gezeigt, wie die Tiere sach- und tierschutzgerecht geschoren werden, ohne ihnen Verletzungen und Schmerzen zuzufügen. Vor der Schur sollten Angora-Kaninchen leicht gekämmt oder gebürstet werden, um Schmutzteile sowie Heu und Stroh aus der Wolle zu entfernen. Jeder Züchter hat bei der Schur seine eigene Vorgehensweise. Gearbeitet wird entweder mit einer handelsüblichen Schere oder wie im Folgenden mit einer Schermaschine. Zu Beginn werden die Nacken- und Rückenpartie bis hin zur Blume geschoren. Auch bei der Schur mit der Maschine müssen sensible Körperstellen per Hand mit Schere gekürzt werden. Zum Schluss wird die Wolle am Bauch und im Brustbereich geschoren. Das Scheren eines Kaninchens dauert bei geübten Züchtern etwa 15 bis 20 Minuten. Nach der Schur wirkt das Angora-Kaninchen nahezu nackt. Die fehlende Wolle bedeutet eine einschneidende Maßnahme in den Wärmehaushalt des Tieres. Daher werden die Tiere sofort nach der Schur in einen Innenstall gesetzt, der mit reichlich Stroh und Heu ausgepolstert ist. Insbesondere das Heu dient auch als Nahrung. Da die geschorenen Kaninchen einen erhöhten Energiebedarf zur Wärmeregulation haben, beginnen sie sofort nach der Schur mit dem Fressen. Sachkundiges Scheren, wie es der sächsische Züchter hier zeigt, ist in Deutschland gängige Praxis und keineswegs Tierquälerei. Angoras wurden für die Wollproduktion gezüchtet. Zu lange Wolle hätte folgenschwere Auswirkungen auf die Gesundheit der Tiere und würde zu ihrem Tod führen. Die Schur der Kaninchen ist grundsätzlicher Bestandteil ihrer tiergerechten Haltung und für den Fortbestand der Rasse zwingend notwendig.